Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir den schnellsten Kuchen der Welt. Oder auch wahrscheinlich mit den wenigsten Zutaten der Welt. Ganz genau weiß ich es natürlich nicht, aber wenn ihr euch fragt, warum ich heute so scheiße aussehe, bedankt euch bei den Pollen. Ich habe extreme Pollenallergie und ich habe rote Augen. Das sieht man vielleicht jetzt nicht so ganz genau auf der Kamera, aber meine Nase ist auch komplett broke und meine Stimme auch. Pollen sind einfach, die sind einfach Killer. Kill mich einfach jeden Tag. Aber wir wollen nicht so lange darüber reden. Jetzt kommen wir zum Kuchen. So Leute, das sind schon die ganzen Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen einmal Eis. Wir haben hier Ben & Jerry's, half baked. Dann haben wir Backpulver. Und Mehl, mehr brauchen wir gar nicht mehr. Dann brauchen wir natürlich noch eine Kuchenform, aber mehr brauchen wir einfach nicht, um einen richtig geilen Kuchen zu machen. Weil einfach, wenn schon Eiscreme da drin ist, dann muss das ja einfach geil werden, oder? Als erstes kümmern wir uns um die Eiscreme. Die müssen wir schmelzen, weil so können wir natürlich da noch nichts mit anfangen. Also wir machen das auf und tun das dann in einen Topf und schmelzen das auf ganz kleiner Hitze. Also versuchen das hier einfach irgendwie reinzubekommen. Ich nehme dazu als erstes mal einen Löffel, halt auch, weil ich probieren will. Das ist ja einfach geil. Also, währenddessen das Eis im Hintergrund schmilzt, kümmern wir uns schon mal um das Mehl und um das Backpulver. Denn das müssen wir noch abwiegen. Dafür nehmen wir jetzt mal eine kleine Schale und eine Küchenwaage, nennt man das. Ja, Küchenwaage. Und wiegen das dann erstmal ab und geben es dann hier in die Schüssel. Also Leute, wie ihr eben gesehen habt, haben wir jetzt 250 Gramm Mehl abgewogen. Ich habe jetzt Weizenmehl Typ 450 genommen, wen es noch interessiert. Dazu geben wir jetzt noch 1,5 Teelöffel Backpulver. Das vermengen wir dann schon mal leicht und dann geben wir es in die große Schale durch ein Sieb. Denn dadurch wird es viel feiner und der Kuchen wird viel saftiger und leckerer. Teelöffel und dann nochmal so ein kleiner Schub hinterher. Ne? Das vermengen wir jetzt schon mal ganz leicht mit dem Löffel. Wie gesagt, ihr braucht ein Sieb, um das Mehl dann hier reinzusieben. Also kippt das Sieb jetzt hier drauf und kippt dann das Mehl langsam hinterher. Und dann wird das halt fein und auch so, manchmal sind so kleine Mehlstände, so kleine Klümpchen auch im Mehl. Auch wenn man das nicht denkt und die werden dann halt auch wieder zerkleinert und dann hat man halt keine Brocken oder so im Teig. Jetzt gehen wir jetzt hier einfach durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben das ganze Mehl jetzt hier und Backpulver hier reingesiebt und in der Zwischenzeit, wo das Eis noch schmilzt, können wir auf jeden Fall das Handrührgerät schon mal ready machen. So, das Rührgerät statten wir dann schon mal mit Rührstäben aus. Rein damit und schon ist ready. Den Ofen heizen wir jetzt auf 180 Grad Ober-Unterhitze an. Also wie ihr seht, ist das Eis jetzt hier komplett geschmolzen. Da sind noch einige Stücke, aber das ist halt in diesem Ben & Jerry Eis halt so. Da sind so Schokoladenstücke oder so Marzipan oder sowas hatte ich eben auch. Das ist roher Keksteig. Also ich wurde eben drauf aufgeklärt, das ist kein Marzipan, das ist roher Keksteig. Auf jeden Fall geben wir jetzt hier die ganze Mischung zu dem Mehl und vermischen es dann mit dem Handrührgerät. So, das verrühren wir jetzt erstmal auf kleinster Stufe und gucken dann gleich mal, wie wir hochstellen. Also Leute, wenn das nicht schon mal extrem geil aussieht, also es sieht auf jeden Fall aus wie so ein Kuchenteig oder Keksteig, ist ja egal. Also ich probiere jetzt erstmal hier was von und er schmeckt einfach immer noch wie Ben & Jerry's, nur so ein bisschen bitterer, aber trotzdem noch extrem geil. Willst du auch was probieren? Ja. Kamerafrau will auch was probieren, kriegt sie natürlich was. Und schmeckt? Mhm. Schmeckt einfach immer noch richtig geil, oder? Ja. Okay Leute. Das befüllen wir jetzt hier noch in eine Kuchenform und dann kommt das schon ab in den Ofen. So Leute, ich habe mir jetzt hier so eine Kastenform genommen, geschnappt und werde die jetzt hier befüllen. Zum Auskratzen würde ich eigentlich euch so einen Schaber empfehlen oder so, aber ich habe jetzt nicht so ein Ding, deswegen nehme ich jetzt hier so einen Plastiklöffel. Als allererstes mache ich jetzt natürlich die Stäbe hier sauber. Früher als Kind habe ich das immer abgeleckt. Ihr könnt ein Like oder ein Abo da lassen, wenn ihr das auch immer gemacht habt. War das Beste, wenn ihr gebacken habt oder so mit eurer Oma oder mit eurer Mom. Nicht der Kuchen oder so, sondern der rohe Teig war immer das Beste. Aber ich lege mir die jetzt hier an die Seite, weil ich werde die auf jeden Fall noch essen. Ich werde die jetzt nicht abschütteln, ich werde das später noch essen. So, den Teig geben wir jetzt hier in diese Kastenform. War ich das? Ich habe nichts gemacht. Okay. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier eine andere Backform, weil ich wurde eben darauf hingewiesen, dass ich die Backform erst einfetten muss.
und die Backform war auch generell ein bisschen zu groß. Also habe ich jetzt eine kleinere Backform genommen. Wir nehmen jetzt ein bisschen Butter, Öl oder Margarine, ist egal, was ihr nehmt, und schmieren das hier ein, dass wir es halt einfach besser rausbekommen, weil sonst kann das hier drin kleben bleiben. Also ich nehme jetzt hier ein bisschen Margarine, ein bisschen an dem Pinsel hier, ein bisschen was dran schmieren und schmieren dann hier die ganze Form mit ein. So, die Backform haben wir jetzt eingefettet und jetzt kommt der Teig zum zweiten Mal in die Form. Dann wird es ja eben auch in einer anderen Form, haben wir alles wieder rausgekratzt. So, der Teig kommt jetzt hier in die Form und dann kommt er gleich in den Backofen. Den Teig haben wir jetzt hier hineingegeben, den verteilen wir jetzt hier noch ein bisschen, dass auch alles ungefähr gerade ist, gleich dick. So, Leute, den Teig habe ich jetzt glatt gestrichen und der kommt jetzt einfach nur in den Backofen. Gute Nacht, wir sehen uns später. Also, der Kuchen bleibt jetzt erstmal 20 Minuten im Ofen bei 180 Grad, ungefähr mittlere Schiene. Und nach 20 Minuten ungefähr schieben wir ihn nach ganz, ganz oben, dass das oben drauf dann nochmal ein bisschen mehr Hitze drauf kommt und dass er oben eine schöne Kruste bekommt. Wie gesagt, gönne ich mir nebenbei noch. Also wenn ihr denkt, warum hat der Typ so rote Augen, hat er gerade sich erstmal durchgezogen? Nee, habe ich nicht. Ich habe einmal eine dicke Pollenallergie. Die ballert heute. Aber auf jeden Fall, wir gucken jetzt mit dem Holzstäbchen, ob der Teig schon ganz gut ist. Also ihr stecht das halt rein. Und wenn an den Holzspieß noch so Klebereste bleiben, dann braucht er noch ein bisschen. Und wenn er halt einfach raus und reingeht und nichts dran kleben bleibt, dann ist das schon fertig. Und der Kuchen, wir holen ihn ja mal ganz kurz raus. Sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Stech jetzt einmal rein und wie ihr seht, klebt er noch. Also braucht das noch ein bisschen. Der Kuchen sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel besser aus. Das Stäbchen stecken wir jetzt wieder rein. Wie ihr seht, ist der Kuchen fertig. Wir haben jetzt den Kuchen aufgeschnitten und er sieht von innen echt richtig, richtig lecker aus. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal probieren. Schmeckt schon mega schokoladig und es ist jetzt nicht so fluffig wie ein Hefeteig oder so, weil ja keine Hefe drin ist oder so. Aber dafür, dass es einfach nur aus drei Zutaten ist, ist es schon extrem geil. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ihr mehr aus meinem Leben sehen wollt, folgt mir auf Instagram, da teile ich mit euch all so Sachen, die in meinem Alltag passieren. Folgt mir hier auch auf YouTube, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr wollt und lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!